Im vorherigen Video haben wir gesehen, wie man vom Phone aus eine E-Mail versenden kann. Dabei war die Empfängeradresse von uns fest einprogrammiert. Das kann sehr praktisch sein, wenn man sich eine App vorstellt, in der man auf Knopfdruck einen Fehlerbericht an den Entwickler senden kann. Das heißt, alle Benutzer dieser App senden an die gleiche Adresse. Wenn man jetzt aber eine App entwickeln will, bei der man auf Knopfdruck eine automatische Nachricht an einen seiner Bekannten schickt, etwa dass man gerade im Meeting ist und 30 Minuten später kommt, dann wäre es ja viel praktischer, wenn die Adresse sich jedes Mal ändern kann. Wir also als Empfänger einen der Kontakte in unserem Adressbuch wählen können. Wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Wie immer der obligatorische Button und der entsprechende Task. Der liegt in microsoft.phone.tasks und heißt E-Mail Address Chooser Task. Davon einen neuen Instanz erstellen. Und da es sich jetzt wieder um einen Chooser handelt, müssen wir eine Art Rücksprungpunkt erstellen. Das ist dieses Completed Event. Wenn man jetzt zweimal Tab drückt, wird eine Methode erstellt. Und sobald der Chooser aufgerufen wird, wird die Applikation verlassen. Und wenn der Benutzer dann seine Wahl getroffen hat, landen wir dann hier. Das heißt, hier müssen wir die Funktionalität hinterlegen, die ausgeführt werden soll, wenn die Wahl getroffen wurde. Zuerst sollten wir uns aber mal darum kümmern, dass der Chooser auch gestartet wird. Das machen wir mit dem Aufruf der Show-Methode. Wenn die Wahl also nun getroffen wurde, oder eben auch nicht, denn das Problem ist beim Chooser, wir können uns nicht sicher sein, ob der Benutzer dann überhaupt einen Kontakt ausgewählt hat. Deswegen müssen wir zuerst mal überprüfen, ob in diesem E, dort sind alle zurückgelieferten Ergebnisse, das ist der Parameter der Methode, ob dieses E als TaskResult das TaskResult OK hat. OK bedeutet in diesem Fall, dass eine Wahl getroffen wurde, also einer unserer Kontakte wurde ausgewählt. Nur dann können wir auch die Adresse weiterverarbeiten. Unsere einzige Weiterverarbeitung besteht in dem Fall darin, dass wir die E-Mail-Adresse ausgeben. Und andernfalls, also falls der Benutzer den Dialog abgebrochen hat, zum Beispiel durch Drücken des Zurück-Buttons, geben wir einfach mal eine kleine Fehlermeldung aus. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier also unseren Button. Wenn wir den drücken, landen wir in einem Pseudo-Adressbuch im Emulator, auf dem vom natürlich im richtigen Adressbuch. Nehmen wir mal wieder den Chris und hier wird seine Adresse angezeigt. Die können wir jetzt natürlich in einem E-Mail-Compose-Task weiterverarbeiten. Nochmal zur Verdeutlichung, was aber auch passieren könnte, dass der Benutzer sich irgendwie anders überlegt und den Zurück-Button drückt und dann bekommen wir einen Fehler. Das heißt, wir landen hier im Code. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.